Invisible Soul Touching, das neue Familienstellen, was dein Bewusstsein erweitert. Lass dich überraschen oder geh einfach mit, hör zu, was nun gleich passiert, was ich dir gleich erzähle. Ich danke jetzt schon mal für deine Aufmerksamkeit. Bewusst in der Präsenz zu sein, ist nicht immer einfach, weil unsere Gedanken immer abschweifen. Ein Mensch, ein normaler Mensch, kann 7 Sekunden einen Gedanken folgen. Und nach 7 Sekunden kommt der nächste Gedanke. Das heißt, wir sind immer abwesend. Entweder sind wir in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Bei dem neuen Familienstellen geht es darum, auf 2 Ebenen zu arbeiten. Einmal systemisch, das heißt alle Anteile, die wir erworben haben durch unsere Zeugung. Und das andere, was wir aus der karmischen, also aus der geistigen Geschichte mitnehmen. Das heißt auch Glaubenssätze, die wir geknüpft haben. Wir können diese Glaubenssätze nicht einfach nur sagen, ich will da nicht mehr dran denken oder es ist mir egal, auflösen. Es geht einem viel tieferen Prozess entgegen. Das heißt, wir müssen viel bewusster werden oder eine andere Dimension einnehmen. Nämlich die meisten leben so in der 3. bis 4. Dimension, wo man weiß, aha, was ich gemacht habe. Aber sie haben nicht den Schalter, das, was sie angestellt haben in Schalter an, aufzuschalten. Weder das in diesem heutigen Leben, noch in den Leben, die wir schon geführt haben. Und wenn wir so darüber sprechen, über Leben schon geführt haben, ist das für ganz viele Menschen Humbug oder nicht nachvollziehbar. Warum soll ich schon mal gelebt haben? Da kann ich mich doch gar nicht an erinnern. Das stimmt. Aber ganz viele Dinge spürst du auch. Spürst du in dich oder in dir. Es sind Gefühle, Emotionen, Widerstände, die dein rationales Denken nicht voranbringt. Deswegen lade ich euch immer wieder ein zu Invisible Soul Touching, das ist das neue Familienstellen, was genau auf diese Punkte hingreift. Wir wollen kein Theater, wir wollen kein Schauspiel, wir wollen direkt wissen, was deine Seele meint dazu. Stellvertreter, die dich nicht kennen, die nicht mal dein Gesicht kennen. Stellvertreter, die nicht mal eine Ahnung haben, worum es geht. Sie spüren, wie wir das alle kennen von verschiedenen Familienaufstellungen her, von früher her, hat man gesagt, für eine Aufstellung, zum Beispiel so wie ich es das letzte Mal gemacht habe mit der Atemnot, wo ich gesagt habe, wir brauchen den 9-jährigen Sohn, diesen Hilmar, wir brauchen den Opa, der an Krebs verstorben war Anfang des Jahres, und wir brauchen die Atemnot. Und zusätzlich, wo der Junge sich befand, die Freizeit auf Norderney. Jetzt hat jeder schon so einen kleinen Hintergrund, dass er weiß, worum es geht. Jetzt fließen zusammen deine Gefühle und auch deine Gedanken über diesen Jungen, über die Situation. Also es ist schon befangen. Und deswegen habe ich es so ausgeschaltet, dass zum Beispiel keiner weiß, wer er ist. Normalerweise weiß keiner, wer Hilmar vertritt. Normalerweise keiner, wer den Opa vertritt und so weiter. Und dann kommen wir an ganz bestimmte Punkte, die man mitnimmt aus dem Karma, beziehungsweise aus dem vergangenen Leben, der Inkarnation. Und diese werden nochmal bewusst extra gelöscht und gelöst. Sonst ist dieses ein Bollwerk, was uns nicht weiterkommen lässt. Deswegen haben wir hier Invisible Soul Touching. Wenn du es möchtest, kannst du es auch lernen. Dieses Lernen, was ich anbiete, ist nicht so, dass du sagen kannst, in 4 Tagen hast du es. Nein, wir brauchen 18 Monate, weil wir Schritt für Schritt vorgehen. Wir müssen nämlich genau dahin, dass nicht du
die Aufstellung macht, sondern der große Geist, sag ich mal, das wissende Feld, dass du geführt werden kannst, dass du dich führen lässt von einer höheren Quelle. Einige würden sagen, Gott oder Ähnliches, wie auch immer. Du lässt dich führen von das höhere Selbst, von das große Wissen, von die große Cloud, die genau diese Lösung kennt, die nur deine Lösung für dein Problem kennt. Und wenn du dich da als Familienaufsteller oder Aufstellerin dahin möchtest, dich leiten lassen von diesem Wissen im Feld, dann bist du bei mir genau richtig. Wenn du sagst, das ist es mir wert. Ebenso erfährst du ganz viel von dir. Von dir, von deinem jetzigen Leben, von früheren Leben, von deinen Blockaden. Manchmal meinst du schon, du hast eine jede Menge gelöst. Ich habe an mich gearbeitet. Das höre ich immer wieder. Und wenn wir dann hineingucken in die Aufstellung, ist wenig gelöst. Und hier geht es, dass du deine blinden Flecken los wirst, dass du eine Qualität deines Lebens verbessern kannst. Oder besser gesagt, alles. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Für jeden Aufsteller ist es wichtig, nicht einmal, dreimal die Grundkenntnisse kennen, sondern sich geklärt zu haben und wirklich mit diesem System zu arbeiten. Was heißt es, mit so einem System zu arbeiten? Denk mal dran an deine erste Fahrstunde. Da hat der Fahrlehrer gesagt, bitte rechts, bitte links, nicht so schnell. Dann hat er ein paar Mal in die Bremse getreten, weil du überdreht hast. Und hier geht es genauso. Du musst dieses Verfahren beherrschen. Und zuerst beherrscht es dich, weil du Angst hast, weil ganz normal ist. Wenn du aber dieses beherrschst, erst dann kannst du effektiv damit arbeiten. Ich bin vor, ich kann schon sagen, mindestens 30 Jahre bin ich mit Familienstellen in Kontakt getreten und in Kontakt gekommen, was mich einfach geschockt hat. Das ist es. Und mittlerweile sind 30 Jahre vergangen und es ist schon sehr, sehr viel passiert. Selbst unsere Wissenschaft nimmt Einfluss auf Familienstellen. Das heißt, es beguckt, beobachtet und macht, was kann ich nehmen. Die Wissenschaft leidet immer daran an Beweise, an kontinuierliche Beweise. Aber wir haben Beweise im Überfluss. Wie viele Menschen haben wir schon durch Familienstellen geholfen? Und da brauche ich keinen wissenschaftlichen Attest oder Test. Aber ich möchte dahin, dass du dein Leben in die Hand nimmst, dass du auch für dich die Qualität entwickelst, dass neue Familienstellen, Invisible Soul Touching, Seelenberührung. Möchtest du nicht glücklich sein, glücklicher werden? Möchtest du dich erfolgreicher sein auf allen Ebenen? Ich kann dir nur einladen, weil ich es schon so lange mache. Nun möchte ich hier einen kleinen Cut machen. Wenn ihr euch interessiert dafür, für diese Ausbildung, meldet euch. Im Hintergrund werde ich die Telefonnummer einblenden, wo ihr euch anmelden könnt. Es ist und bleibt dein Leben. Mach was aus deinem Leben, was du möchtest und nicht, was die anderen möchten. Ich verbleibe wie immer, euer Robert Gerhardt.